wunderschönen guten Tag hier aus Köln. Und wie angekündigt und in einer Ausnahme-Sondersituation-Folge begrüße ich meinen heutigen Gast. Es ist Ingo Buckert. Hallo. Hallo. Freut mich sehr. PicDoc Consulting, was ist das? Naja, wie der Name schon sagt, es geht um den inneren Schweinehund. Also ja, wir machen viele Seminare oder auch generell Themen, die sich mit Veränderungsprozessen beschäftigen. Und ja, den inneren Schweinehund, den kennt eigentlich jeder. Und man stellt sich den immer so als ein widerliches Vieh vor, was man überwinden muss. Und wir haben uns dem mal ein bisschen anders genähert und dem Gesicht gegebenen Namen, der heißt bei uns Günther. Und so kam unser Firmenname dann halt zustande. Und wir nutzen den halt für Rauchen aufhören oder auch für Ernährungsumstellung. Und ja, Sport treiben und solche Geschichten. Ich habe vor einigen Wochen auf Facebook eine Umfrage gemacht und habe gesagt, ich habe so allerlei Laster und von einem Laster will ich loswerden. Ich habe gesagt, ich trinke sehr viel Kaffee, ich trinke sehr viel Alkohol und ich rauche sehr viel Zigaretten. Und bei der Umfrage kam quasi raus, und das war mir eigentlich auch recht, dass die Zigaretten weg sollen. Und die Redaktion hat geguckt, wer ist so der renommierteste Entrauchungsexperte, und man kam auf Ingo Buckert. Wie kommt es, dass man da auf Sie trifft? Naja, also ich denke, der renommierteste ist immer noch mein Kompagnon und Freund, der Stefan Friedrich. Mit dem habe ich selber persönlich auch das Rauchen aufgehört. Also von daher, wir machen das jetzt hier seit 2003, und dann möchte ich auch nicht den Tilo Baum noch vergessen. Wir haben dieses recht wirksame Seminar entwickelt, Nichtraucher in 5 Stunden. Und ja, wir machen das jetzt halt auch schon einen Zeitraum über 10 Jahre. Und ich denke, dass viele Menschen schon mit unserem Programm auch das Rauchen dann aufgehört haben. Ja, ich bin ja in eigener Sache heute auch da. Sie haben sich darauf eingelassen. Sie sagen, nicht rauchen in 5 Stunden. Ja. Und ich habe die 5 Stunden mitgebracht. Es ist heute ein Seminar hier, an dem ich auch teilnehmen werde. Und Sie nehmen sich der Sache an? Ich werde Sie mir mal richtig zur Brust nehmen. Also, heute ist der Tag. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Ich glaube, erste Schritt ist schon getan, indem sie nämlich überhaupt gekommen sind. Ja, das ist so, ja, das A und O, dass man wirklich, wenn man Veränderungen dann angeht, dass man dann auch anfängt. Und das beginnt natürlich dann damit, dass man sich anmeldet, mal ja guckt, was gibt's denn da überhaupt, sich informiert und dann halt auch tatsächlich dann mal den Schritt wagt. Können Sie mir eines erklären? Ich habe vor 3 Wochen eben gesagt, diese 3 Laster, 2 Liter Kaffee am Tag, irgendwie 24 Longdrinks im Monat und so, und Zigaretten, und ich habe mich für die Zigaretten entschieden. Das Witzigste ist an der ganzen Geschichte, seitdem ich diesen Post gemacht habe, trinke ich eigentlich nur noch eine Tasse Kaffee am Morgen, sonst nicht mehr, und Alkohol kein Tropfen mehr. Aber ich rauche immer noch so stark. Woher kann das kommen? Also es geht ja vielfach auch bei Veränderungen um Angst. Ja, und das kann sein, wenn man sich bestimmte Dinge irgendwie vorstellt als schwer und dieses Schwer dann so empfindet, dass man es vielleicht immer weiter vor sich herschiebt, da sind wir wieder beim Thema innerer Schweinehund, dann kann es dazu führen, dass man vielleicht die Dinge anpackt, die man auch auf der Fahne hat, die man verändern möchte, und man fängt vielleicht mit den sogenannten leichtesten an. Und vielleicht wäre das jetzt bei Ihnen halt klar, Kaffee weniger zu trinken, vielleicht einfach mal die 24 Longdrinks mal wegzulassen. Ja, ich denke, es wäre anders, wenn Sie die 24 Longdrinks an einem Tag im Monat trinken würden. Ja, nicht so sehr halt an diesen 30 Tagen. Und ich denke, dass das Rauchen aufhören, das ist bei vielen so ein bisschen im Kopf mit Verzicht und Aufgabe, und irgendwie man muss Lebensqualität verlieren oder aufgeben. Und solange das so ist, glaube ich, kann auch kein Raucher wirklich problemlos mit dem Rauchen von jetzt auf gleich aufhören, weil dann hat man ständig das Gefühl, man kann in Zukunft vielleicht bestimmte Dinge, die einem ja liebgewonnen sind im Leben, nicht mehr tun. Und solange das so ist, glaube ich, schwer. Aber das wird heute anders. Wie geht man damit um? Also ich sehe mein schlechtes Umfeld, also meinen schlechten Umgang, auf den ich liebe, und das sind die Leute, die ich sehr liebe. Ich habe Freunde, mit denen ich sicher 20 Whisky-Sorten am Geschmack erkennen kann, wir Weinlesungen machen oder sonst was, das wird ja jetzt wegfallen bei mir. Es gibt Freunde, mit denen treffe ich mich auf eine gemütliche Zigarette, wo wir die wichtigen Dinge des Lebens besprechen. Was wird da passieren? In Zukunft? Ja. Also es spricht ja nichts dagegen, dass Sie sich weiterhin auch mit Ihren Freunden treffen zu einem Whisky-Session oder was auch immer. Das ist ja, ich denke mal,
Was anderes, wenn Sie das halt jeden Tag mit einem anderen Freundesgleich machen, weil Sie die 20 Whisky trinken wollen, dann denke ich mal, es ist ein Problem. So würde ich sagen, machen Sie es weiterhin, ist überhaupt kein Problem. Die andere Geschichte ist, dass Sie sich mit Ihren Freunden treffen auf eine gemütliche Zigarette, und das Wichtige war, glaube ich, das, was Sie danach gesagt haben, um sich über Ihr Leben auszutauschen. Im Vordergrund steht, glaube ich, dass Sie sich mit Ihren Freunden treffen, um sich auszutauschen. Ja, dass viele jetzt von denen vielleicht dabei einer rauchen oder Sie früher auch, ist ja okay, aber das müssen Sie nicht. Ja? Sie können aber weiterhin sich mit Ihren Freunden treffen und austauschen. Sie müssen dann nur dabei nicht mehr rauchen. Ich denke, das ist ja das, was Ihnen ja vielleicht unterbewusst schon seit Jahren vielleicht irgendwie gestunken hat. Ja, also wenn Sie was verändern wollen, dann geht es darum, dass Sie das Gros beibehalten, also das, was Sie tatsächlich als Wichtiges in Ihrem Leben haben, nämlich Ihre Freunde, und es austauschen. Ob Sie dann dabei rauchen müssen oder nicht, das ist wieder eine Frage, da hat es auch etwas mit Sucht zu tun. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Also ich kann eines auf jeden Fall sagen, beim Kaffee und bei dem Alkohol war es die Tatsache, dass ich nicht aufgehört habe. Ich trinke halt nur nicht mehr. Okay. Und ich bin gespannt, wie es jetzt mit den Zigaretten sein wird. Ich bin sehr gespannt auf das Seminar, das wir gleich machen. Und im Anschluss werden wir uns nochmal unterhalten. Ich finde es spannend, zum ersten Mal mache ich ein Interview und wir unterhalten uns über mich und nicht über den Interviewpartner. Deswegen noch eine Frage in Ihre Richtung. Sie lieben Sport im Gegensatz zu mir. Ja. Was machen Sie da alles? Also ich bin Ballsportler, also ich kann auch als Beispiel nicht 2 Stunden am Stück laufen, es sei denn, da ist ein Ball dabei. Ja, das ist halt auch so ein Phänomen, wie funktioniert unser Gehirn. Ich spiele sehr, sehr gerne Volleyball, Beachvolleyball und Fußball. Das sind so meine Sportarten und mache das, ja, wenn ich das denn rein zeitlich kann. Mittlerweile vierfacher Familienvater und die Zeit wird halt kostbarer. Ja, das sind so meine Sportarten, die mache ich sehr gerne. Aber auch sonst alles, was mit dem Ball zu tun hat. Dann nehmen wir das heute mal sportlich auf. Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Ja. Und wir legen jetzt einfach mal los. Ich freue mich da. Cigarettes and coffee. Sunday morning is the wasteland. I feel as if I got hit by a truck when I wake up. That's okay, cause I'm alive, yeah. Heaven's scars as trophies. We're always broke with 2 bad payments. But I never said that I regret in this effect. I wouldn't need. Nicht rauchen 5 Stunden. Die 5 Stunden sind rum. Sind Sie erschöpft, Herr Burkhardt? Mir geht's eigentlich noch ganz gut. Wie geht's Ihnen? War sehr erkenntnisreich. Ich hatte vorher ein bisschen so die Befürchtung, dass ich in so eine Art Selbsthilfegruppe komme mit: Hallo, ich bin der Tom, ich bin Raucher. Und alle sagen: Hallo Tom. So war es ja gar nicht. Oder dass ich motivationsmäßig auf heißen Kohlen laufen muss oder so. Ganz anders, als ich erwartet habe. Wie sind so die Erfahrungen der Leute, die diese Kurse mitmachen bei Ihnen? Also so wie Sie es gerade beschreiben, halt vielfach auch. Man hat ja immer irgendwie so bei dem Titel Nichtraucher in 5 Stunden so das Gefühl, was passiert da jetzt oder wie soll das denn funktionieren? Was dahinter steckt ist: Die meisten Menschen, die erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört haben, die haben da keine 5 Sekunden zu gebraucht, sondern die haben einfach per Entscheidung aufgehört, per Schlusspunktmethode. Und wir brauchen halt diese Zeit im Seminar, damit diese Entscheidung halt tatsächlich auch von einem selber ausgelöst werden kann. Das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass man die Mechanismen versteht, die dahinter stecken. Und es ist natürlich auch so aufgebaut didaktisch, dass wir uns immer ein Stückchen weiter dieser Entscheidung dann auch nähern. Und am Ende ist man, glaube ich, ganz gut da und viele können das dann auch dauerhaft machen. Ja, es geht darum, dass der Wert halt nicht mehr da ist. In 5 Stunden war das eine ziemlich lange Reise mit unheimlich viel Wissen, humorvoll, aber auch ein bisschen zwischendurch Tiefen miterlebt. Also ich habe andere Seminarteilnehmer erlebt, die waren in den Raucherpausen, das muss man noch dazu sagen. Es wird geraucht beim Nichtraucherseminar. Haben Sie schon so eine Art Quote, was Sie so an Ergebnissen haben, bei wie viel es klappt? Also das Ding ist ja, erstmal sieht man sich selber als Raucher immer irgendwie auf der anderen Seite. Das kann man erklären, ne? Es hat viel mit Ängsten zu tun und sowas alles. Und man denkt, boah, ich bin aber ein besonders harter Fall. So habe ich damals getickt, so ticken ganz viele andere auch. Wir müssen das natürlich evaluieren, das Programm, damit jetzt Krankenkassen vielleicht sagen, Mensch, du, das ist eine gute Sache, wir beteiligen uns dabei. Und
Das haben wir gemacht über mehrere Institute, Sporteschule, Charité. Und Sie können so Pi mal Daumen sagen, ja, dass es dauerhaft ein bisschen mehr als die Hälfte schaffen wird. Wow. Ja, der eine oder andere wird rückfällig. Das hat aber etwas mit den Rückfallsituationen zu tun. Deswegen versuche ich am Ende des Seminars da halt einfach noch ein Werkzeug mitzugeben, Quote langfristig einfach auch höher halten können. Deswegen die App als Beispiel mit dem Notfallknopf und solche Geschichten. Also wir müssen natürlich gucken, wie kann man Menschen langfristig auch in dem Mindsetting halten. Also ich bin selber gespannt. Ich meine, ich habe ja jetzt den Beschluss gefasst und wir werden uns in 2 Monaten wiedersehen und werden sehen, wie weit ich gekommen bin. Was ich noch zusätzlich neben dem Rauchen während des Seminars spannend fand, ist, Sie haben sich viel mit Marketing beschäftigt. Das heißt, wie gut die Raucherkampagnen sind und Raucherhusten noch. Das hört bald auch auf. Wie gut die Raucherkampagnen gemacht werden von den Zigarettenkonzernen und wie schlecht Nichtraucherkampagnen gemacht werden. Wie kommt es, dass Sie das überhaupt entdeckt haben für so Seminare? Ja, ist ja letzten Endes ein Grund, was wird getan, dass jetzt vielleicht immer weniger Menschen halt erstmal anfangen. Und da denke ich mal, ist ganz wichtig, mal zu gucken, wie ist das Einstiegsalter? Das Einstiegsalter wird immer jünger, hat einen Grund. Man kann das also wunderbar erklären, wie ich auch das im Prinzip im Seminar mache. Also es geht, glaube ich, vielfach eher darum, dass Menschen schon einen bestimmten Wert rund um das Rauchen in ihrem Gehirn abgespeichert haben, was das Rauchen nie hat oder nie haben wird. Also es sind Glaubenssätze, die auf falschen Annahmen beruhen. Und die hat man schon als Kind vielleicht drin, weil man das halt durch vielfach Vorbilder erleben auch irgendwie glaubt. Und uns geht es halt darum, dass wir mit diesen Mythen oder mit der Mehr da rund um dieses Thema halt aufräumen. Und das, glaube ich, kann man ganz gut da, wo junge Menschen gerade an der Schwelle sind, ob sie anfangen wollen oder nicht. Ja, das ist halt 5., 6. Jahrgangsstufe, Einstiegsalter mittlerweile zwischen 11 und 12. Und da müsste man dann halt auch mit Präventionskampagnen, glaube ich, ansetzen. Das machen wir. Wir sind natürlich halt da nicht so finanziell aufgestellt, dass wir uns nur darum kümmern können, weil irgendwo müssen wir ja leben. Die Kampagnen, die es da gibt, ist halt die Frage, ob das tatsächlich die Quote verringert. Ja. Sie sagen, 5., 6. Klasse ist wirklich Einstiegsalter. Was würden Sie sich da wünschen als Vision? Was müsste passieren in diesem Land? Also in unserem Land wäre es toll, wenn ganz, ganz viele mal auf unsere Seite DGNP gucken, also Nikotinprävention. Wir haben ein Seminar entwickelt, Fiese Falle, so ein kleines Seminar, ein kleiner Ableger von unserem großen Seminar. Und ich glaube, das wird sehr deutlich da, dass man den Kindern auch auf einer Augenhöhe wirklich begegnet. Und die erste Stunde, da geht es dann tatsächlich um Veränderungsprozesse, das hält mich eigentlich davon ab. Und Nikotinabhängigkeit, also die Biologie des Rauchens, und die zweite Stunde, das sind die Verknüpfungen, also die Psychologie, also das, was ein Raucher glaubt, einfach mit dem Rauchen bei sich selbst hervorzuheben. Das ist, hilft mir gegen Stress, beruhigt mich, gehört zum Kaffee dazu, wenn ich feiern gehe, wenn ich Alkohol trinke und so weiter. Das sind ja alles Bilder, die dann da schon genannt werden. Und das ist ja das Spannende am Rauchen. Dieses hat das Rauchen nie gehabt. Aber Kinder, die also gerade an der Schwelle stehen anzufangen, die haben schon diese Bilder im Kopf. Und das ist spannend, dass man da ansetzt und sagt, nee, hat's nie und wird's auch nie haben, auch wenn du anfangen solltest. Ich glaube, da kann man viel, viel mehr machen als das, was man momentan macht. Zum Schluss des Seminars, das hat mir auch gefallen, also was mich davon abgehalten hat, mitunter in den letzten Jahren aufzuhören, waren die Nichtraucher, Moralprediger, Missionare. Wo ich mir gedacht habe, also ich kann mir keine 5 Minuten von irgendjemandem anhören, also so gute Tipps, lieber höre ich 3 Stunden lang Zeugen Jehovas an, wie sie die Welt sehen. Was passiert da? Woher kommt diese Abneigung gegen diese Moralaposteln? Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Es gibt ja nichts Schlimmeres als diese militanten Ex-Raucher. Das sind meistens Menschen, die sich das aufgrund irgendeiner Sache wegzwingen müssen. Das heißt also, die Psychologie des Rauchens immer noch leben. Also die haben immer noch im Kopf, eigentlich wären sie sehr gerne Raucher, sie dürfen es aber nicht mehr. Die müssen sich also die ganze Zeit was wegzwingen. Das führt natürlich dann zu Diskussionen. Und ich weiß selber aus meiner eigenen 20-jährigen Raucherkarriere, wenn sie mit mir diskutieren wollten als Raucher,
Das waren mitunter wirkliche fiese Situationen, weil man natürlich auch von einem ganz anderen Wissensstand ausgeht. Es gibt nichts Schlimmeres. Also ich kann immer nur sagen, Leute, werdet nicht zu so einem militanten Ex-Raucher, sondern also wenn ihr das Rauchen, die Mechanismen versteht, dann müsst ihr es auch nicht werden. Bitte helft mit, macht Mut. Das ist so mein Schlussplädoyer dann im Seminar. Und ich glaube, das ist auch bei vielen unserer Teilnehmer dann tatsächlich so. Also wir bekommen dann vielfach auch so diese Seminarempfehlung, Mensch, der und der war bei dir, der hat das bis dahin geschafft, deswegen gehe ich jetzt auch mal dahin, ich möchte mal hören, was du denn da halt zu erzählen hast. Also ganz wichtig. Netter Spruch war gewesen, willkommen im Club der Frischluftatmer und seid nett zu Rauchern. Ja. Und das fand ich eigentlich sowohl mit sich im Klaren sein und den anderen nicht, ich sag mal, auf den Sack gehen. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Also nochmal, wenn jemand sagt, ich will zu diesem Booker, es war für mich insofern spannend, weil es alle Aspekte behandelt hat, die das Rauchen betrifft für mich. Wenn jemand sagt, ich will zu dem Booker, was macht der? Der kann zum Beispiel anrufen. Ja, und wir sind ja hier in Köln. Rufnummer ist im Netz, gerne unter der Telefonnummer hier in Köln. Aber auch über. Nur in Köln oder machen Sie auch? Wir machen diese Kurse deutschlandweit, aber halt anmelden immer über unsere Zentrale hier in Köln und dann buchen wir Sie da ein. Und das ist überhaupt kein Problem. Wir haben mittlerweile einen Trainerstamm. Wir machen das mit, glaube ich, 10 Trainer mittlerweile. Und das ist übrigens auch eine Voraussetzung, dass viele Kassen das Seminar bezuschussen. Also das machen wir halt deutschlandweit. Oder halt Firmen buchen uns, ne, im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Das kommt immer darauf an, aus welchen Töpfen man jetzt eine Refinanzierung da wieder hervorholen möchte. Und ansonsten gerne auch übers Internet, ja, unter www.nichtraucher5stunden.de, ja, finden Sie uns und können sich da auch selber mal ein bisschen schlau machen. Also ob das vielleicht ein Weg ist, den Sie ja vielleicht auch so gehen möchten. Da kriegen Sie schon ganz, ganz viele Informationen. App ist noch ein Thema. Die wird es bald geben. Das ist ähnlich wie das Seminar und ja, es gibt viele Bücher. Ja, wichtig ist, brauchen Sie alles nicht, ja, schmeißen Sie die Dinge einfach weg. Dankeschön, das ist ein schönes Schlusswort. App, wenn wir uns in 2 Monaten sehen, ist die fertig? Da wird die fertig sein. Ja, ja, dann können wir gleich mal ein bisschen ausprobieren. Sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns und ich bin Frischluftatmer. Immer noch Frischluftatmer und wie ich eingangs schon bemerkt habe, irgendwie der Alkohol ist so nebenbei noch mit reingeflutscht, bin ich dankbar drum. Dankeschön. Ja. Vielen lieben Dank. Das war mir eine Freude. Dankeschön. Und ja, bis in 2 Monaten. Dankeschön. Ja, alles klar. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten und mein nächster Gast. Wir bleiben bei guten Leuten, die einem weiterhelfen. Der Autor vom Buch Heirate dich selbst und Seelengevögelt. Der Sunny Boy der Referentenszene, Veit Lindau, mein nächster Gast. Bis zum nächsten Mal.